Hallo liebe Freunde, mein Name ist Robert vom Rabenstein und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Ich habe mir hier ein Benchmade und ein Cold Steel Klappmesser bestellt, die beide eigentlich so um die 200 Euro und mehr kosten, also richtig teure Dinger. Und die habe ich für 12 Euro gefunden. Interessant, für 12 Euro riecht es sofort nach Fälschung. Aber ist es denn eine Fälschung oder habe ich einfach unglaubliches Glück gehabt? Damit beschäftigen wir uns heute im Video und ich zeige euch mal, was so alles drin steckt. Was bekomme ich denn für 12 Euro? Ich bin echt gespannt. Wir werden es sehen und gemeinsam erfahren. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Liebe Freunde, es ist mir nochmal ganz, ganz wichtig klarzumachen, ich möchte dafür keine Werbung machen. Ich bin nicht dafür, irgendwie Fälschungen zu kaufen und zu verbreiten. Auf keinen Fall. Was ich möchte, ist so ein bisschen Awareness schaffen, beziehungsweise, dass ihr einfach darauf achtet, wenn ihr ein besonders günstiges Messer findet, nachzuschauen, ist das denn wirklich echt? Und in diesem Video soll es auch wirklich darum gehen, festzustellen, was sind denn die Unterschiede in der echten Version und in der Fälschung, sodass ihr das vielleicht rausfinden könnt. Mit Absicht werde ich diesmal auch keine Links unten in die Produktbeschreibung packen, denn ich möchte das gar nicht verbreiten und ich möchte auch gar nicht, dass ihr das kauft. Ich möchte nur, dass ihr halt eben wisst, worauf ihr achten müsst. Und wenn ihr da ein bisschen danach sucht, werdet ihr auch selber auf sehr, sehr günstige Versionen dieser Messer stoßen und dann solltet ihr hellhörig werden. Ist das denn wirklich so günstig oder ist da vielleicht ein Haken dran? Ich hoffe, dabei kann dieses Video helfen und darum soll es auch gehen. Für die Wissenschaft. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Verpackungen. Als erstes hier vom Cold Steel. Ihr könnt hier sehen, das Cold Steel SR1 mit Tanto-Klinge. Hier die Angaben dazu, alle auf Englisch. Die Verpackung ist auch in Englisch gehalten, so wie man es erwarten würde. Auch hinten mit der Garantie. Das sieht alles aus wie Original Cold Steel. Das Einzige, wo man vielleicht stutzig werden könnte, ist, glaube ich, diese Nummer. Ich denke, das ist ja die Seriennummer, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die sollte dann wahrscheinlich überall gleich sein, wenn das ein Fake ist. Genau, ansonsten die Packung ist relativ einfach gehalten aus Pappe. Aber von außen könnte man jetzt erstmal nicht denken, dass das hier falsch ist. Bei dem Benchmade hier ist es sogar noch krasser. Hier ist noch ein Kleber drauf. Der sagt Benchmade 5353 Bugout. Das sieht alles genauso aus, wie man es erwarten würde. Blue Class, es sagt, dass es halt diese blaue Version ist. Von hinten steht drauf Garantie, lebensscharf. Von der Seite sieht es auch gut aus. Ist wirklich sehr, sehr gut gedruckt. Das hier ist ja auch nicht nur eine Pappe, sondern das ist richtig ein starker Karton. Und wenn ich den aufmache, gehen die hier wirklich tief im Detail. Ich habe hier eine Tasche für die Benchmade Messer. Ich weiß nicht, ob die Originale auch so aussieht, aber sieht erstmal gut aus. Dann habe ich hier drin noch eine Einfassung für das Messer und ich habe hier eine Info über diese Axis-Mechanik, über den Carry-Clip, dass ich den quasi auf die eine oder die andere Seite montieren kann. Das sieht auch aus wie original und ich habe anschließend hier noch eine Beschreibung dazu, wie ich das reinigen soll, so ein paar Infos dazu und eben hier, das ist quasi die Benchmade Difference ist. Also es sieht wirklich alles aus wie echt. Das ist echt krass. Also hieran würde man jetzt sofort denken, wow, das ist echt. Auf jeden Fall. Würde ich das jetzt so kaufen im Laden, würde ich vermutlich sagen, ja klar, echtes Messer. Und weil das hier so gut gemacht ist, mit all diesen Details von der Packung, müssen wir echt mal jetzt reingucken, wie sieht denn das Messer dazu aus? Schauen wir uns zuerst einmal die Funktionsweise an. Das sind beides einhändig zu öffnende Messer. Zuerst schauen wir mal das Benchmade an. Das hat hier solche Pins zum Öffnen. Damit kann man das mit einer Hand öffnen.
ist dadurch nicht 42a konform, das wisst ihr, und hat hier einen Verschluss, den kann ich zurückziehen und dann kann ich es wieder zusammenklappen. Also einhändig auf und dann hier zurückziehen und es klappt wieder zu. So ist es gedacht. Das funktioniert auch wie beim Original. Auch der Clip hier ist ziemlich fest, genauso wie beim Original. Sieht auch von außen so aus wie das Original, auch mit den Griffschalen und hier dieser Maserung. Wie genau das ist, schauen wir uns gleich an. Und hier die Funktionsweise beim SR1 Tanto ist auch so, dass ich das mit einer Hand öffnen kann. Das geht ein bisschen schwerer. Dann ist es geöffnet und das muss ich hinten drücken. Geht auch ziemlich schwer und dadurch bräuchte ich wirklich zwei Hände, um das zuzumachen. Also hier hinten reindrücken und dann zusammenklappen, dann ist es hier zusammen. Auch hier ist dieser Clip sehr, sehr fest, fühlt sich gut an und es sieht von außen auf den ersten Blick auch erstmal aus wie das Original. Als nächstes werfen wir jetzt hier mal einen Blick auf die Abmessungen. Beim Originalen haben wir eine Klingenlänge von 7,1 cm und hier sind wir bei ein bisschen mehr, ungefähr 8 cm Klingenlänge. Und beim Original haben wir hier eine Stärke vom Material von 2,3 mm. Das sind auch ungefähr 2,3. Ich habe natürlich jetzt keinen elektronischen Messschieber, aber kommt erstmal gut ran. Und das originale Bugout hat eine gesamte Klingenlänge von 16,5. Schauen wir mal, wie das passt. Ich halte es vorne ran. Und wir sind hier bei 18,8, fast 19 cm. Das ist also wirklich ein Stück größer als die originale Mini-Version. Daran erkennt man schon einen Unterschied. Jetzt schauen wir auf die Abmessungen hier beim SR1. Im Originalen hat das eine Klingenlänge von 10 cm. Das kommt auch hier ziemlich genau hin. Das sind auch ungefähr 10. Und beim Originalen haben wir hier eine Stärke von guten 4,8 mm. Ziemlich dick. Das sind auch ungefähr diese 4,8. Gut getroffen. Und dann schauen wir auf die Gesamtlänge, die ist beim Originalen mit 23,7 angegeben. Schauen wir mal vorne, bis hinten sind auch wirklich diese 23,7. Also hier stimmen die Abmaße 1:1. Das ist natürlich interessant. Das heißt, hier würde ich an den Abmaßen alleine gar nicht sehen, ob das echt ist oder nicht. Jetzt sind noch die Gewichte interessant. Das originale Bugout wird mit 45 Gramm angegeben. Und wir sind hier bei 59 Gramm. Das heißt ein bisschen schwerer. Es hat auch mehr Material. Wir haben ja schon entdeckt, dass es länger ist. Und noch das Gewicht vom SR1. Im Original wird es mit 205 Gramm angegeben. Ist also wirklich viel, viel schwerer als das Benchmade Bugout. Schauen wir mal. Oh ja, 210. Also auch hier eine ganz leichte Abweichung, aber auch sehr nah dran am Original, das muss man sagen. Okay, jetzt wollen wir mal einen genauen Blick auf den Vergleich werfen. Ich werde das hier einerseits mal mitgucken mit den originalen Bildern zum Produkt. Und werde euch dann bei wirklichen Unterschieden nochmal die große Version im Video zeigen. Als erstes schauen wir mal auf die Außenansicht. Und was mir direkt auffällt, ich weiß nicht, wie gut wir das sehen können auf der Kamera, ist, dass das Logo ganz anders gedruckt ist. Das originale Benchmade-Logo ist sehr fein gedruckt und hier drauf ist es einfach mal sehr, sehr klobig und sehr, sehr fett. Das sieht nicht aus wie das Original. Musik.
ein Riesenunterschied. Ansonsten die Schrauben, die Pins, sehen genauso aus. Scheinen sogar die gleichen Abmaße zu sein von den kleinen Schräubchen her. Das sieht wirklich genauso aus. Und auch sonst, die Form ist eindeutig sehr, sehr gut getroffen und sehr krass nachgemacht. Selbst das Muster auf dem Griff sieht gleich aus. Schauen wir uns dazu mal noch die Rückseite an. Da sehen wir auch die Pins, so wie sie sein sollen, der Verschlussmechanismus und selbst die Schraube. Und selbst dieser Druck hier sieht erstmal ähnlich aus, ist aber auf dem Original ein bisschen kursiv geschrieben. Und hier auf der Fälschung ist es gerade geschrieben. Also jetzt würde ich spätestens sagen, dass das Ding hier nicht echt ist. Das hat kein originales Logo und ist auch auf dieser Seite nicht gleich. Daran kann ich es erkennen. Ansonsten von der Rückseite her sieht es auch sehr, sehr ähnlich aus. Ich erkenne wirklich kaum Unterschiede. Da könnte man es auch nicht erkennen, muss ich sagen. Spannend wird ja auf jeden Fall mal noch ein Blick ins Innere. Dann können wir es uns genau angucken. Als nächstes machen wir diesen genauen Vergleich auch hier mit dem SR1. Schauen wir uns als erstes das Logo an. Im Originalen sind die Buchstaben eindeutig weiter zusammen und hier auf der Fälschung sind sie mit etwas Abstand. Sieht also nicht genau gleich aus. Ansonsten die Schrauben sind auch nicht genau gleich. Ich erkenne hier noch so ein paar Rillen auf dem originalen Foto. Die sind hier auf dem nachgemachten ersten großen Pin nicht da. Und ansonsten die kleinen Schrauben sehen genauso aus von dieser Seite. Dann schauen wir es uns von hinten an. Auch da würde ich sagen, das Logo ist eindeutig weiter zusammengeschrieben im Originalen. In dem nachgemachten ist es nicht ganz so nah zusammen. Da hat es ein bisschen mehr Abstand, das Colt und das Steel vor allem, das fällt mir auf. Und ansonsten Made in Taiwan, das sieht genau gleich aus. Aber vorne hier, dieser große Pin zum Entriegeln, da fällt mir was Großes auf. Im Originalen ist es auch so ein Sechskant-Pin. In der Nachmache ist es einfach eine Schlitzschraube. Sieht also ganz anders aus. Da würde ich sagen, ist hier einer der größten Unterschiede, die Schlitzschraube. Ansonsten die anderen Pins und selbst die Verriegelung hier hinten sieht ziemlich ähnlich aus. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt den Unterschied sehen. Schauen wir noch abschließend auf den Rücken. Im Originalen ist das etwas dunkler, diese innere Fläche. Sieht etwas anders aus und in der Nachmache ist es einfach das gleiche Material und die gleiche Farbe. Ansonsten das Griffmaterial ist sehr, sehr ähnlich. Könnte man jetzt nicht unbedingt unterscheiden, würde ich sagen. Hat ein bisschen leicht eine andere Maserung. Aber ist schon auch sehr, sehr stark nachgemacht. Ja, liebe Freunde, dann ist natürlich jetzt das Wichtigste bei so einem Messer, egal ob es Fake oder Original ist, der Schnitttest. Wie gut schneidet es denn? Schauen wir uns als erstes wieder das Bugout an. Und dazu wollen wir als erstes hier den Test mit einem Papier machen. Leider etwas windig. Okay. Also wie ihr sehen könnt, es ist schon scharf, ne? Selbst das Nachgemachte ist erstmal scharf. Es wird natürlich nicht der originale Stahl sein, deswegen wäre es dann auch wichtig, wie gut das schnitthaltig ist. Die Schnitthaltigkeit, dazu können wir jetzt nichts sagen. Aber erstmal so leichter Messertest mit Schnitten ist auf jeden Fall möglich, auch wenn es gerade durch den Wind hier etwas schwer ist. Okay, das funktioniert. Dann schauen wir noch, wie gut es rasieren kann. Ich habe noch ein paar Haare drauf. Schauen wir mal. Ja,
Also hier sind auf jeden Fall Haare drauf. Das heißt, es ist auch gar nicht super stumpf. Bin ich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Es ist gar nicht wirklich stumpf. Also man kann schon damit was anfangen. Ist natürlich, wie gesagt, ein einfacher Stahl wahrscheinlich. Wird bestimmt nicht lange standhalten, die Klinge. Aber sie tut erstmal, was ein Messer tun soll. Man kann damit schneiden. Fühlt sich an wie ein Flachschliff. Und ich kann damit auch schnitzen. Jetzt klar keine perfekten Locken hier, aber das ist jetzt auch nicht unglaublich schlecht. Also man kann damit schon was anfangen scheinbar. Interessant, oder? Jetzt machen wir noch den gleichen Test mit dem SR1. Ich erwarte irgendwie, dass alleine schon aufgrund dieser Klingendicke, dass es sich ganz anders verhält. Aber wir schauen erstmal, ob das hier auch in der falschen Version Papier schneiden würde. Ja, nicht so leicht. Also ist nicht so ein Slicer wie das Bugout. Aber es macht schon auch erstmal einen Papiertest, was es soll. Es schneidet so ein bisschen rein. Wie gesagt, ist nicht so filigran. Fühlt sich schon eher wuchtig an. Aber es macht schon. Hier Schnitte rein. Okay, nicht schlecht. Auch hier schauen wir noch mit meinen letzten Haaren auf meiner Hand, wie es so aussieht in der Rasiermesserschärfe. Okay, fühlt sich deutlich rauer an als bei dem Bugout. Und hier seht ihr auch, sind deutlich weniger Haare drauf, mehr Hautschuppen. Das heißt, das ist lange nicht so scharf wie das Benchmade. Ist schon eher eine Hauklinge. Und das kann es natürlich. Also wenn ich jetzt hier versuche, damit kann ich schon eher hauen. Das würde ich mit dem Benchmade jetzt nicht versuchen. Aber hier selbst in der nachgemachten Version kann ich da ordentlich reinhauen. Interessant. Alleine schon aufgrund des Gewichts und aufgrund dieser fetten Klinge. Krasses Teil. Ja, bleibt auch gut stecken. Also das ist erstmal in Ordnung. Jetzt schauen wir noch hier, ob man damit auch ein bisschen schützen könnte. Oh, interessant. Beißt sich auch sehr gut rein. Also angeschliffen ist es erstmal auf keinen Fall schlecht. Hätte ich gar nicht erwartet, muss ich sagen. Ich würde sagen, hier ist einfach ein relativ guter Schliff angelegt. Auch wenn natürlich der Stahl bestimmt nicht der originale CPM S35VN ist. Aber trotzdem macht das hier sein Ding. Wirklich interessant. Hätte ich gar nicht vermutet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier seht ihr, kann ich relativ leicht Pfeffersticks machen. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Das Bugout habe ich eine wunderschöne Explosionszeichnung gefunden und deswegen möchte ich es gerne mal auseinanderbauen und dann möchte ich gerne wirklich mal reingucken, was hier so drin ist in dem nachgemachten Bugout. Denn mittlerweile können wir sicher sagen, das ist nicht original. So, wir schauen mal. Wir haben ja also diese verschiedenen Pins, die müssen wir erstmal aufbekommen und dazu habe ich hier ein Bit. Und dann habe ich mir hier noch eine Möglichkeit gebaut, um dagegen zu halten. Denn manche von den Pins müssen von beiden Seiten geöffnet werden. Schauen wir als erstes mal hier hinten. Haha, hier sehe ich schon etwas. Ich komme hier gar nicht an den hintersten ran, weil der Clip davor ist. Das heißt, das kann ich gar nicht öffnen. Okay, die Gegenseite bekomme ich ab. Es ist ja nur eine sehr, sehr kurze Schraube. Lege ich mir zur Seite. Dann habe ich hier weiter vorne noch eins. Auch das öffne ich. Dann habe ich hier noch einen. Jetzt nehme ich noch hier vorne die.
Okay, die ist lang. Und dann haben wir noch hier den ganz großen. Der hat auch keine Gegenseite zum Glück. Das heißt, ich kann einfach so öffnen. Okay, hier brauche ich einen größeren Bit. Lässt sich öffnen. Die Gegenseite kommt noch nicht raus. Ja, aber ich kann jetzt hier die obere Seite abziehen. Okay, die Klingenschale von innen sieht ordentlich aus. Und jetzt habe ich hier mal das Innere. Und wenn ich das vergleiche mit den Teilen, die auch beim Originalen dabei sind, sehe ich, die sind wirklich nachgemacht. Das heißt, der Verschlussmechanismus auch mit dieser Feder hier sieht genauso aus. Interessant, hätte ich gar nicht gedacht. Und wenn ich das quasi nach hinten benutze, dann drücke ich die Feder zusammen, kann dann hier die Klinge bewegen und oben rastet sie ein. Okay, interessant. Wahnsinn, was die sich hier für eine Mühe gegeben haben, um das nachzumachen. Es wirkt natürlich nicht so wertig, es ist einfach dünnes Material und es sieht auch nicht sehr hochwertig aus, aber es sieht aus wie beim Original, das muss man einfach sagen. Wahnsinn, also wirklich, was hier für eine Arbeit ins Detail geflossen ist, wirklich Wahnsinn. Dann baue ich es mal wieder zusammen. Ja, liebe Freunde, es ist schon wirklich Wahnsinn, was da drin steht, selbst in diesen nachgemachten Produkten. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt zeigen, woran man das erkennt bei diesen Messern. Und ich hoffe auch, euch hat das Video gefallen. Wenn es den einen oder anderen von einem Fehlkauf auf Kleinanzeigen befreit und bewahrt oder auch von einem anderen Kauf und wenn man halt ein sehr, sehr günstiges Produkt sieht und dann zweimal drüber nachdenkt, kann das denn wirklich so billig sein, dann hat das Video auf jeden Fall schon was gebracht. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Gefällt mir. Das würde mir auch sehr gefallen. Und ansonsten bleibt gern bei mir. Ich mache viele so Videos, ich zeige euch coole Sachen. Wir nehmen auch gerne mal sowas hier auseinander, testen Produkte, gehen zusammen raus und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage bis zum nächsten Mal und macht's gut. Haut rein, euer Robert von Rabenstein.